Tageszeit. Ja, bei mir auch. Es ist richtig schön. Ich finde auch diese Tageszeit dann so am allerschönsten. Ja, ich ja. Die Eisenschwert hast du, ne? Eisenschwert habe ich, genau. Okay. Ja, genau. Viermal Sharp 2 schon. Also, ab in den Nether. Yep. Jetzt einfach nicht runterfallen. Und deswegen werden wir gewinnen. Lass uns auch irgendwas so machen. Lass uns einfach... ein Pimmel. Das sind wir. Ja. Sharp 2, Sharp 2 kostet... Drop deine ganzen Federn und so raus. Und drop mal auch deine Pfeile, dann teile ich die gleich einfach auf. Okay, warte. Hier. Bin zur Seite. Ja, wir haben jetzt beide über den Stack. Hab ich das schon? Ja, ist sehr gut. Dann passt das schon mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Nächstes Mal wird geklatscht. Ja, mit Wasser. Ja, bis dann. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Varo. Und zwar Folge 14. Wir haben heute nichts anderes vor, als Holly und ich, John, als Mr. War und Annie Art, genau, zu töten. Wir müssen aber noch ein ganz schönes Stückchen laufen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung und so. Fuck. Kannst du dich hier noch orientieren? Richtung 2,5, glaube ich. Also. Ja, glaube ich auch, wenn das... Nee, glaube ich nicht. Ich weiß es. Doch. Let's do this. Hier, wollen wir gucken? Hier. Danke schön. Nimm du das Sharp 3, ich Sharp 3. Schon mal leider. 14. Ich habe Sharp 4 Eisen. Okay. So, jetzt brauchen wir nur noch die Bögen und die Bögen kosten 14. Hast du 14? Nee, ne? Nee, noch 7. Nicht. Dann farmst du jetzt noch schnell, eigentlich nur noch Level fast, ich farm auch noch schnell, dann lasse ich das hier oben und nehme die hier unten. Also die werden jetzt wahrscheinlich dann gleich warten. So, ich mache mal meinen Sound, glaube ich, lauter dieses Mal. Ich bin so gespannt, ich bin zwar nicht so aufgeregt, was ich Tobi schon gesagt habe, wie wenn wir jemand nachscheuen. Wo bist du? Ja. Also bei dir ganz in der Nähe, eigentlich so ein bisschen tiefer gegangen. Ja, wir müssen aber auch in die Richtung hier weiter, ne? Ja, ich sehe dich, okay, warte. Ich komme dann einfach zu dir. Dann lass gleich nochmal einen Schwertertausch machen, ne? Also, dass ich Sharp 4 Eisen nehme. Unsere Taktik ist. Ich bin jetzt Level 14. Ja, sehr schön. Ich bin Level 14. Ja. Also. Unsere Taktik ist mehr. Ich habe jetzt noch zwei Sharp 2 Schwerter sogar. Dankeschön. Unsere Taktik ist primär mit dem Bogen zu kämpfen. Denn wir haben einen ziemlich starken Bogen. Und das könnte unser Vorteil sein. So, jetzt lass uns dann nur noch laufen, okay? Ja. Das hier hin, Goldapfel tue ich unten rein. Enderperle, hast du unten einen Slot frei irgendwo? Enderperle. Scheiß drauf, ich brauche keinen. Ja, ich habe Scheiß auf Feuerzeug. Enderperle mache ich unten rein. Brauche ich noch irgendwas essen? Habe ich Goldapfel, habe ich. Ich habe sogar noch einen Slot frei. Blöcke, ne? Blöcke habe ich, genau. Also habe ich Netherrack. Okay. Wo bist du hin? Ich sehe dich. Du bist dir sicher, dass du weißt, wo es hingeht? Ja, wenn das Portal bei 0-0 ist, also das ist ja da irgendwo. Ja, hier ist auch wieder Cobblestone. Ich glaube, du bist diese Folge von leise, kann das sein? Bist du nochmal lauter? Ich habe wahrscheinlich dich einfach nur leise gemacht. Das kann sein. Hier habe ich mich hochgebaut, genau, wir sind richtig. Sehr schön. Bist du bei mir noch? Ja, ich bin. Bisschen weiter hinten, also im Portal bloß noch nicht durchgehen. Dann werden wir zusammen durchgehen. Und ab dann wird es ultra spannend. Ich bin so aufgeregt irgendwie. Du musst mir aber den Weg zeigen, ich weiß den nicht genau. Mach ich. Digga, ich hab doch die Karten, Alter. Oh, hier ist ein Gast. Hör ich schon. Zack. Hier außen rum und dann sind wir da. Dann sind wir da. Dann geht's los. Mann, und dann ist das Projekt. Dann ist das Projekt vorbei. Leute, wir hatten Spaß. Es war ultra cool. Ich fand's richtig krass, dass wir Underdog so krass irgendwie gehypt wurden. Ich denke. Okay. Bis gleich. Großer. Hier ist es. Ja.
Wir hatten Spaß, wir fanden es echt cool, wie ihr das Ganze gefeiert habt. Vielleicht geht's auch noch weiter, man weiß es nicht. Ja. Och, Mann. Safe spielen, ne? Ich habe zwei Goldäpfel. Ich werf das hier noch weg. Feuerzeug nehme ich dann zur Not halt doch mit rein, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht brauchen oder es nicht brauchen werde. Du brauchst nichts wegwerfen, Alter. Das können wir sonst gleich machen. Alter, Sharp 3, Power 4. Ja, Diersch. Ja, komm. Also, let's do this, Alter. Oh, heute wird Geschichte one geschrieben. Oh Gott. Also. Du musst mir den Weg zeigen. Ich weiß nicht. Wo sind wir gespawnt? Ich glaube hier hinten. In diese Richtung. Warte mal. Die Richtung weiß ich wohl auch nicht mehr, deswegen bringt es nichts, F3 zu drücken. Aber ich denke, dass wir hier richtig sind. Okay. Ja, genau. Da hinten ist unser Crafting Table. Kommen Sie mit? Fuck, ey. Mann, du machst mir voll Angst, Junge. Aber Alter. Also generell, wir haben richtig Angst, weil irgendwas haben die geplant. Also das ist einerseits komisch, dass sie einfach uns anschreiben, dass sie kämpfen wollen. Mhm. Und dann auch noch so direkt so, ja, lass dich zu deinen Falten, komm auf diese Stelle. Haben die irgendwas gebaut? Ja, da sind sie. Wollen wir direkt was snacken? Soll ich den ersten Schuss landen? Ja. Hit. Wollen wir Goldapfel direkt snacken? Nein, noch nicht, auf keinen Fall. Mitkommen, also mit hinlaufen, oder? Einer ist relativ nah. Hab noch einen Hit gelandet. Ich nehm Goldapfel. Anya hat es bei dir. Ja. Soll ich dir helfen? Ich komm. Ja, Hinter dir. Hinter dir kommt einer. Lauf weg. Bist du tot? Nee, noch nicht. Beide? Ja, GG. Ich hab beide. Nice, Alter. Ich hab übel getankt, Alter. Das sind die leichten Gegner. Wir dachten uns, sind wir was Leichtes. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es vorbei mit uns. Ja. Kann die letzte Aufnahme sein. Da kommen sie. Ich werde direkt beschossen. Okay, ich werde direkt beschossen. Ich bin hinter dir, ne? Ich esse auch einen Goldapfel. Ich bin auch tot. Krass. Also, ich würde mal sagen... Ich hab mich eingebaut. Oh. Dicker, mein Herz! Komm, kannst du vielleicht gleich die Mobs bei mir killen. 114 minus 200. Alter, okay, ich komm. Ich wollte dich nicht hitten. Ich dachte, ich hätte dich vielleicht sogar getötet. Ich hab einfach in die Menge gehittet. Oh Gott. Ich hätte einen Klickspeed über 9000, Alter. Warte mal, ich mach... GG anymore, ey. Aber Alter, ohne Witz. Das sieht einfach... Alter, wie ich zitter, Dicker. Sauber. Die hätten echt dir Sachen gut, Alter. Also, ich loot ganz kurz die Sachen einfach in der Chest. Ich hab 4 Schwert. Ja, ich baue mich auch gleich wieder Alter. Raus. Mann, ich bin so fertig. Nice. Dieses Projekt, das macht dich so fertig einfach. Nice, Fall Damage, meisten Kills einfach. Es ist so Dicker. Krank. Alter. Hi. Ich hatte 1,5 Herzen. Ich habe nicht mal meinen Goldapfel gegessen, ich Idiot. Also ich wollte den snacken, dann dachte ich, fuck. Hätte ich den nicht gegessen, wäre ich down gewesen. Hier, nimm auf jeden Fall direkt einen. Hier. Hast du dir verdient, kleiner Mann. Alter, ohne Witz, du hast dich so getankt. Ich dachte, du wärst tot. Ich hab mich nicht getraut, Alter, unten hinzuschauen. Ich hab jetzt 3 Sharpness, 4 Eisenschwerter. Alter, guck dir mal diese Chest an. Lass das Beste mitnehmen. Okay, direkt mal Projectile Protection. Power 3 Bogen. Alter. Ist so schön. Gold. Oh, noch ein Amboss. Und den ist wahrscheinlich den ich dabei hatte. Nein, Eisen, ich hatte unseren Amboss. Das Eisenzeug können wir eigentlich hier lassen und können wir fast schon verbrennen. Mhm. Nehme ich mal mit. Die Protection-Helme, aber die sind alle sehr, sehr kaputt. Soll ich die Rüstung, die Dia-Hose reparieren und neu verzaubern auf Protection? Würde ich schon machen, ja, oder? Ich habe 10 Zuckerrohr, warte mal. Wir können was mit Zuckerrohr theoretisch sogar noch machen. Ja, vielleicht können wir es auch anbauen. Du hast ja... Eben, genau. Ja, ich weiß. Habe ich mir auch schon überlegt.
Oh, ich hab gar kein Level mehr, fuck. Ich fahr mein. Ich hab 5 Level. Ich nehme mal das Eisen hier noch mit. Ich mach mal kurz Eisenblöcke, wurde mir auch ganz oft geschrieben. Mach Eisenblöcke, wenn du keinen Platz mehr hast. Aber das bringt, glaube ich, hier in dem Fall. Ja, 7 Eisen werfe ich weg. Oh, was für ein Kampf. Es ging aber richtig schnell. Wir haben halt, ich glaube, ich habe einen irgendwie 3-mal mit dem Bogen getroffen. Und der andere hat ja hier gecampt. Das war sein Problem. Da bist du ja direkt auf ihn. Und ich glaube, Mr. Moore der hat mir auch war hier hinten. Gemacht, muss ich sagen. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte jetzt, okay, er steht links unten, dass du gestorben bist. Ich habe nicht mal realisiert, dass ich den gekillt habe. Ich hätte auch gedacht, dass ich gestorben bin. Ich habe 2 Stacks Pfeile einfach. Schneebälle. Ja, dann geht mir gleich auch nochmal ein paar. Also, wir können ja gleich aufteilen wieder. Ich würde sagen, wir gehen aber wieder zum Spawn, oder? Ja, lass zu unserer Truhe gehen. Aber wollen wir hier noch irgendwas kaputt machen? Weil ich will nicht, dass. Dann. Die Sachen, die hier drin sind, oder? Lass uns nochmal anschauen. Die Spinnwebe muss ich mitnehmen. Wie, denkst du, wir können die Truhe kaputt machen und dann einfach durchlaufen, wenn wir noch was stacken können? Okay. Die Frage ist, ob hier was Wichtiges noch drin ist. Also, auch so ein unverzauberter Eisenharnisch ist ja nicht schlecht. Theoretisch, ja, aber. Brauchen wir den? Ja, nee, wir haben 2 Eisen und so. Hast du irgendwo noch ein Lava? Warte, ich mach das mit Feuer einfach. Oder? Nein, ich leg ihn hier mit Lava einmal. Pass auf. Okay. Jetzt Skill. Platz Leute, GG. Ja, auch wieder dicken Respekt an die, wie gesagt. Jo. Was Early Boy bei Louis gemacht haben, genauso was wir jetzt hier Mr. Moore und Annie Art gemacht haben, das verdient so viel Respekt in so einem Projekt zu sagen, ja. Jungs, wir kämpfen einfach jetzt einfach. Wir haben besonders gerade auch, ich will jetzt nicht sagen, dass wir so gut sind, aber haben doch gerade noch uns anzuschreiben. Ja, weil, war mutig. Viele haben ja Angst vor uns, ist ja einfach so. Und was man dazu sagen muss, jetzt, also ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, ich glaube, es wurde schon kommuniziert, die Regelung wurde geändert, es gibt keine Blutrauschregel mehr so als solche, man wird nicht gekickt. Mhm. Das heißt, man könnte immer weiterfahren, das Problem ist nur halt, die Koordinaten werden dann bekannt gegeben. Und somit wäre es eigentlich gar kein Problem für die gewesen, nicht zu kämpfen. Oh, jetzt können wir ja die Truhe kaputt hauen. Stimmt! Ja, genau, wäre ja der Plan sogar. Hier, die hier ist. Das ab. Ich schaue einfach rein. Voll viel Kohle, Alter. Ja, brauchen wir nichts. Brauchen wir keine Kohle, okay. Ich weiß nicht genau. Zum Dado! Yo, Digga! Stimmt, das habe ich gesehen, wie sie das hier platziert haben. Ich wollte nochmal Tims Zuckerrohrfarm. Die habe ich gar keine Ahnung von. Aber ich habe mir die Folge nicht mehr angeschaut. Alter, so langsam geht's wieder, aber ich war eben so nervös. Ich dachte, du bist tot, dann überlebst du. Hast du. Weißt du vielleicht, wo die ist, oder ratest du gerade nur? Ich weiß ungefähr, wo die ist. Ja, was für ein Eingang ist das? Ja, einfach unter der Erde. Echt? Ja, ja. Okay. Tim hat die sogar offen gelassen am Ende. Leute, hier ist Lava. Lol. Ich wäre da fast reingefallen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich müsste jetzt hier random bauen, aber ich habe. Ja, also, nee, dann lass lieber. Ich bin da nicht auf dem neuesten Stand bei seinen Folgen. Nee, ich guck gerade nur mal ein bisschen rum, ob ich den Eingang sehe. Lass uns einfach dann zu unserer Chest gehen und da so wird's ein bisschen wieder upgraden. Theoretisch können wir wieder in den Nether gehen und die Sachen, die wir gerade bekommen haben, nur wieder verbessern. Aber eigentlich können wir auch nur noch farmen, nur noch hunten. Ach Leute, das Projekt ist so cool. Das ist richtig schön. Aber wie viel Glück wir auch hatten, ey. Oh, das schaut es jetzt ist nicht feierlich eigentlich. Was machst du? 21 Level, scharfes 5 Schwert. Echt? Das lohnt sich aber richtig, oder? 20 Level, scharfes 5 Schwert. Ja, aber das ist ja nicht viel 20 Level, haben wir eben gesehen. Ja. Okay, also ausräumen, 20 Level farmen, sagst du? Nein, oder? Ja, was wollen wir sonst jetzt machen? Ich weiß nicht, ich verzauber mir jetzt ein Prot 2. Ja, das lohnt sich nicht, nur wenn das 5 Level zum Zusammenmachen kostet. Und 2 Level und maximal. Was kostet es, zwei Protection 1 Helme zusammenzumachen? Was denkst du? 4, glaube ich. Ja, doch, dann lohnt sich ja dann. Weil dann sonst wären das 6 Level. Aber der ist halt schon ein bisschen. Der ist dann aber kaputt, glaube ich. Ah, du hast den Amboss abgebaut. Aber ich habe auch noch einen. Ich habe einen. Ja, 2, das ist nämlich das. Oh, ich habe kein Herz. Ich habe gar kein Herzschaden bekommen. Ist eine Chest noch? Ja. Hinter dir ist ein Zombie. Ich habe aber noch Creeper-Sound gehört, einfach. Ich habe aber irgendwas kaputt. Doch, nicht kaputt gemacht. Doch, der ist dann ganz. Dann nehme ich einfach den. Und meine. Der und der würden kosten. 9. Ja, okay, 9 Level. Dann hätte ich sogar schon Protection 3. Helm. Mhm. Die Schuhe werfe ich weg, brauche ich nicht. Hast du da Flint oder Federn oder so? Nee. Federn sind da drin, mache ich da rein. Ja, Federn. Wir haben 11 Zuckerrohr. Wollen wir das vielleicht verzaubern? Ich weiß es nicht. Oder anbauen? Ich weiß es nicht. Mir ist es. Na, sonst lass das ein andermal machen. Lass das dann nach der Folge überlegen, was wir dann machen, ja? Okay. Ich hab jetzt. Dann lass jetzt nochmal in Nether einfach gehen. Einfach in Nether? Ja. Ich nehme mal ein paar Blöcke mit zum Bauen, aber. Du kannst doch auch noch irgendwas verbessern, oder?
Inwiefern verbessern? Ja, irgendwas verbessern halt. Ich könnte mir einen Power, ich könnte auf einen Power 5 Bogen sparen. Ich habe genug ja, Bögen oder Strings. Probier. Ja, Power 5 Bogen, warum nicht, ne? Hat man halt in so einem Projekt. Ey, aber das war echt, also so dicken Respekt an die beiden, Alter. Ja, die hätten mich auch ja wirklich fast gehabt, ne? Ja. Ich wäre so schuldig gewesen, weil ich war halt ernsthaft recht weit weg. Und ich hab dann so, ja, ich weiß, danke. Danke, dass du mir auch sagst, dass ich schuld heute. Ja. Nach aber rechts, lob oder was? Wieder ruhig selber. Wir könnten, ich habe die beiden getötet. Nein, das war's. Mann, allein hätte ich die auf keinen Fall gezogen. Das war echt, du hast die übelst getankt einfach. Ich bin auf deren Folge gespannt. Weißt du, wann die kommt? Nach uns? Nach uns? Ja. Okay. Wollen wir vielleicht zu der anderen Festung? Ich glaube, da war Delay oder so, Zombie. Wollen wir da mal in die Richtung gehen? Oder hier runter? Ich fahre hier gerade das Kreuz um. Ja, aber ich glaube, ja, ich kann mir vorstellen, dass halt hier auf jeden Fall schon überall jemand war. Okay, hier ist Quarz auf jeden Fall. Doch nicht so sehr jeder, überall. Wo bist du hingegangen? Richtung 1. 1? Okay. 1. Also so ein bisschen das ist runter. Das ist eine fette Lavasee, ne? Ja, aber weiter links halt davon. Du bist jetzt nach rechts gelaufen. Ja, ja, klar. Okay. Ich bin mal gespannt, was so dann dieser Bogen kosten wird. Power 5. Ja, aber ich mach den jetzt dann ganz neu. Da wird er nie kaputt sein, sozusagen. Weil ich mache jetzt ja sogar noch einen neuen Power 4 Bogen, weil letztendlich ist das unnötig. Ich meine, du rennst noch mit dem Power 2 Bogen rum, oder? Power 3. Ja, okay, dann geht's. Also, hatte einer von denen? Ich glaube, die hatten mich nie getroffen mit dem Bogen, ich weiß es nicht. Mich, glaube ich, einmal. Ich weiß es gar nicht. Ich bin da völlig geißelt abwesend, weil ich nur drauf geschossen und gehofft, dass ich treffe und direkt sagen, ich habe einen getroffen. Boah, aber ich war in dem Kasten. Also, ich habe, glaube ich, nicht so gut gekämpft, weil ich echt Angst hatte hinterher, dass ich dich hätte. Ich habe einfach nur reingelegt, ich habe keinen Namen mehr gesehen, ich habe einfach nur geschlagen. Mann. Ja, hier übersiehst du das ganze Quarz. Ja. Mhm. Habe ich gut gemacht, Schi. Weißt du, wann wir angefangen haben aufzunehmen? Nee. Also wir werden gleich fliegen halt. Mhm. Aber dann nur das mal die Ultra, also keine Ahnung. Ja, klar. Ich weiß nicht, was wir besser machen hätten sollen. Ich meine echt, Folge Kill, Folge Farm, Folge Kill. Jo. Ja, am meisten Kills im Projekt, ne? Stimmt, ja. Ach, der Tim halt. Da denke ich, dass sie können jemanden snipen und dann so verkacken. Ja. Ich spring da jetzt runter. YOLO, oder ich mach das so. Zack. Oh, warte. So. Sehr gut. Nice, Stegi. Aber hier unten gibt's auch kaum mehr Quarz, glaube ich. Mhm. Ja, das Quarz ist echt schon ziemlich viel abgefarmt auch. Ja, aber ich glaube, wir sind fast die Einzigen, die alles farmen. Ja, aber Tim auch. Ja, ja, klar, ja. Und auch Simon und so sind jetzt zum ganzen Schluss rein. Crafting Pad und Spark. Also Crafting Pad, als ob ich das Team. Crafting Spark. Crafting Pad heißt einer von denen, Stegi. Ja, ist doch scheißegal, Alter. Stegi kennt die Leute. Ich schaue aber alle Videos. Oh, das farm ich hier noch. Zack, zack, zack. Oh, Level 11. Ich sag Level 12 schaffe ich noch. Level 17, noch 3 Level. Schatten ist 5 schwer. Hör drauf, ich farm hier gerade, Digga. Das ist mein Quarz. Ey, wenn du jetzt Lava fährst, ich bin so leicht. Ich mach unter dir. Hier, ich jetzt gesplieft. Alter Leute, wir sind so glücklich. Jo. Ich freue mich jetzt schon echt, Skype zu öffnen. Ja, ich auch. Das schnell beenden. Also in diesem Sinne, wenn schaut euch gefallen bei Mr. Moore und Enya vorbei. Ja, wird auf jeden Fall eine coole Folge, glaube ich. Jo. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.